Hallo, liebe Schüler, ihr sollt einen Aufsatz, eine Ausarbeitung schreiben. Ich gehe mal jetzt davon aus, zum Beispiel über Rudelstadt. Hab viel geschrieben, viel Text, viel kopiert und ihr braucht dazu ein Inhaltsverzeichnis. Also das, was ihr jetzt zum Beispiel hier seht, Rudelstadt Wikipedia, da habe ich da auch im Wesentlichen das entsprechend kopiert. Das wäre also jetzt so ein Inhaltsverzeichnis. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, das wäre jetzt meine Überschrift 1. Das wäre jedes Mal die Überschrift 1. Und das wären jedes Mal Überschriften 2. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Und wenn ihr das entsprechend dem Programm gesagt habt, macht er automatisch so ein Inhaltsverzeichnis. Zuerst wollen wir vielleicht mal eine Kopfzeile anlegen. Also ich klicke hier oben in den Kopf, sage hier Kopfzeile Standard. Also jetzt kann ich oben was reinschreiben. Ich schreibe mal rein, Rudelstadt, meine Heimatstadt. So, die kann ich, oder die Kopfzeile, ja, die kann ich ganz normal jetzt über eine Zeichenformatierung formatieren. Ich mache es halt vielleicht mal ein bisschen größer. So, die Kopfzeilen werden dann auf jeder Seite im Kopf entsprechend auftauchen. So, ich will es hier mal ein bisschen vergrößern. So, den Abstand zwischen der Kopfzeile und den eigentlichen Text kann man hier über die Linealleiste vergrößern. Ich noch mal hier reinklicken und dann könnte ich das hier bisschen vergrößern, den Abstand. So, in der Fußzeile macht es sich immer gut, dass man mal aufschreibt oder aufschreiben lässt, auf welcher Seite ich jetzt bin. Also ich klicke jetzt mal hier in die Fußzeile, sage ja, ich will hier in der Fußzeile, in die Fußzeile auch was reinschreiben. Also schreibe mal rein, Seite. Und jetzt soll er natürlich automatisch die Seitennummerierung machen. Und das geht zum Beispiel über Einfügen Feldbefehl. Hier steht Seitennummer drin. Feldbefehl Seitennummer. Und da sagt er mir, jetzt ist die Seite 3. Und dann schreibe ich mal dahinter von. Ich gehe nochmal auf Einfügen Feldbefehl und sage Seitenanzahl. Also ich bin jetzt auf der Seite 3 von insgesamt 7 Seiten. Hier bin ich auf der Seite 2 von 7 und so weiter. Dass das jetzt hier so grau hinterlegt ist, liegt daran, dass das Feldbefehle sind. Das wird aber so grau nicht gedruckt. Das seht ihr ja dann auch entsprechend dann zum Schluss. So, jetzt haben wir ja schon gesagt, ich muss dem Programm sagen, praktisch was soll dann im Inhaltsverzeichnis stehen? Soll da jetzt Einleitung stehen oder soll da jetzt hier noch irgendwas mitstehen? Also wir wollen es dann mal so machen, wie es hier zu finden ist. Und das, was jetzt hier in dieser Hierarchie ganz oben steht, also Geografie, Geschichte, Politik, das wäre also eine Formatvorlage. Und die Formatvorlagen findet ihr hier oben. Und das wäre also jeweils die Überschrift 1. Ich muss dem also jetzt sagen, das ist Überschrift 1. Das formatiert er jetzt auch anders. Kann man auch ändern. Das wäre immer noch die Überschrift 1. So, jetzt kann ich auch hier das mal aufreißen, diese Formatvorlagenleiste. Und dann sehe ich hier, ich kann also bis zu 10 Unterpunkte mir dort entsprechend überlegen. Aber ich habe ja jetzt immer nur Überschrift 1 und ein Unterpunkt, das wäre dann Überschrift 2. So, Stadtgliederung, hüpft immer wieder nach oben, wäre Überschrift 2. Geschichte ist Überschrift 1, müsst ihr hier Doppelklick machen. Frühgeschichte ist Überschrift 2. Mittelalter ist Überschrift 2. Also ich habe das ja hier schon so formatiert, ich habe das ja jetzt hier schon so unterstrichen, ja, damit ich jetzt nicht noch groß überlegen muss. Das wäre auch Überschrift 2. Also ich zeige es hier nochmal. Also Geschichte ist Überschrift 1 in der Hierarchie
Und das Mittelalter, Neuzeit, das habe ich jetzt hier nicht mit übernommen. Das wäre Überschrift 2, Politik, Überschrift 1, Überschrift 2, Überschrift 1, Überschrift 2. Gut, Neuzeit. So, jetzt gehen wir nochmal weiter runter. Kultur und Sehenswürdigkeiten, Überschrift 1. Theater. Ist nicht so schön, dass das immer wieder runter hüpft. Wäre Überschrift 2. Was haben wir noch? Bauwerke, Überschrift 2. Wirtschaft ist Überschrift 1. Und dann haben wir Verkehr, Überschrift 2. Dann haben wir ansässige Unternehmen, auch Überschrift 2. Medien müsste auch noch Überschrift 2 sein. So, und nicht vergessen zu speichern. Ich habe das jetzt hier Ude Stadt genannt. So, man könnte jetzt noch mal gucken, ob man das auch richtig gemacht hat. Wenn ich also jetzt hier auf irgendeine Überschrift 1 klicke, dann steht das hier oben auch in diesem Listenfeld. Ja. Das andere alles wäre Formatvorlage Standard. Das wäre jetzt Formatvorlage Überschrift 1. So, man kann diese Formatvorlagen auch ändern. Wenn mir das also jetzt nicht gefällt, man sieht ja, der hat das auf 18,2 gestellt. Wenn ich jetzt sage, nee, ich will das irgendwie auf 16 und farbig haben, dann ist nicht das Problem. Klicke ich also jetzt hier mit der rechten Maustaste, gehe auf Ändern, warte einen Moment und jetzt habe ich dieses Dialogfenster, was er von der Zeichenformatierung kennt. Und da sage ich mal, ich will das mal kursiv machen oder ich mache es mal fett kursiv und ich stelle es auf 120%, also immer gegenüber dem, was ich dort als Standard habe. Schrifteffekte, könnte ich jetzt hier irgendwie noch eine Schriftfarbe nehmen. Nehme ich mal das Rot. So, jetzt gehe ich auf OK. Und jetzt hat er das entsprechend geändert. Das heißt, er ändert das natürlich jetzt überall, wo ich gesagt habe, das ist jetzt eine Überschrift 1. Ne? Das ist ja Überschrift 2. Geschichte war Überschrift 1. Okay. Überschrift 2 will ich jetzt nochmal ändern. Das ist mir jetzt ein bisschen zu groß. Gehe ich mal auf Ändern und ändere das mal auf. Habe ich hier Schrift? Das ändere ich mal auf 100%. So, damit die Überschrift 1 halt ein bisschen größer als Überschrift 2 ist. So, dann gehe ich wieder auf Speichern. So, wenn ich das jetzt hier ändere, diese Formatvorlagen, und ich erstelle eine neue Datei, dann habe ich immer die Standardformatvorlagen drin. Also die geänderten Formatvorlagen werden zwar mit gespeichert, aber wenn ich eine neue Datei erstelle, habe ich dann wieder die alten Formatvorlagen. So, jetzt will ich ja, ich gehe jetzt mal hier auf Ausblenden. Jetzt will ich ja mein Inhaltsverzeichnis erstellen lassen. Wollen wir sehen, ob das funktioniert. Ja, es macht Sinn, dass das Inhaltsverzeichnis hier ganz oben steht. Also vor dem ersten Punkt. Und dann mache ich Folgendes. Das Inhaltsverzeichnis soll auch nur auf einer Seite stehen. Und auf der nächsten Seite geht das dann hier entsprechend los. Sage ich erstmal einfügen Seitenumbruch. Das heißt, er hat jetzt hier eine leere Seite. Das ist ja hier die Kopfzeile. Jetzt soll er das Inhaltsverzeichnis automatisch erstellen. Da geht er auf Einfügen, Verzeichnis, müssen wir nochmal auf Verzeichnis klicken
Und jetzt steht hier Typ Inhaltsverzeichnis. Wir lassen das mal alles. Wir wollen jetzt hier nicht noch irgendwas ändern. Und gehen auf OK. Und jetzt hat er das Inhaltsverzeichnis erstellt. Ja, die Einleitung ist auf der Seite 2. Geografie, das ist der Unterpunkt Stadtgliederung. Dann habe ich Geschichte mit diesen drei Unterpunkten, Kultur und so weiter und so fort. So, ich hatte ja gesagt, dass das nicht grau gedruckt wird. Ich gehe natürlich erstmal schnell auf Speichern. So, wenn ich jetzt auf Drucken gehe, will ich euch das nur mal zeigen. Dann seht ihr hier in der Druckvorschau, dass da nichts grau hinterlegt ist. Jetzt müssen wir hier weitermachen. Ich gehe mal auf Abbrechen. Oder ich gehe auf Datei und da steht hier Druckvorschau. Seht ihr, hier steht es drin. So, ich gehe mal auf die Druckvorschau und da seht ihr immer, wie es dann über euren Drucker läuft. Die Druckvorschau hängt auch immer ein bisschen davon ab, was ihr für einen Drucker als Standarddrucker angeschlossen habt. Ja? So, ich gehe jetzt mal auf Druckvorschau schließen. Schwieriges Wort. Wenn ihr jetzt im Nachhinein was ändert, ja, also ihr sagt, ach, hier soll nicht Einleitung stehen, sondern hier soll stehen Einleitung meines Vortrages. Und ich sage jetzt mal, ganz unten steht ja Quelle, das soll auch mit einer Überschrift werden. So. Nachhinein kann man immer schön alles ändern. Quelle. Das heißt also, das wäre jetzt, naja, meinetwegen Überschrift 1. Überschrift 1 hat man ja entsprechend hier so formatiert. Wenn ich jetzt auf mein Inhaltsverzeichnis gehe, hat er das aber offenbar gar nicht übernommen. Aber ganz einfache Geschichte. Ich klicke mit rechts in das Inhaltsverzeichnis, also irgendwo in das Graue rein und sage Inhaltsverzeichnis aktualisieren und voilà, er schreibt Einladung meines Vortrages und er schreibt hier entsprechend rein Quelle. Okay, und das müsst ihr natürlich dann immer machen, bevor er druckt, dass er das entsprechend aktualisiert. Man müsste jetzt natürlich noch ein bisschen durchgehen und könnte sagen, okay, das gefällt mir nicht, dass er das jetzt auf die nächste Seite bringt. Könnte man dann, also hier Stadtgliederung ist jetzt auf der Seite 2, sage ich wieder einfügen, Seitenumbruch, ja, dann geht das hier entsprechend los auf der Seite 3, und dann steht das hier auch auf einer Seite und wird nicht so zerstückelt. Wenn ich jetzt hochgehe ins Inhaltsverzeichnis, steht die Stadtgliederung ja immer noch auf der Seite 2. Ja, muss ich immer wieder sagen, Verzeichnis aktualisieren. Und jetzt steht die Stadtgliederung auch auf der Seite 3. Und wenn er jetzt, ich mache es nochmal ein bisschen größer, wenn er jetzt hier drauf zeigt, seht ihr ja unten diese Infobox, da steht Steuerung und Klick, um folgenden Hyperlink zu öffnen. Also wenn ich jetzt diesen Vortrag hier habe und ich sage, Mensch, ich muss jetzt noch mal gucken, hier Verkehr, was habe ich da geschrieben, halte ich die Steuerungstaste fest, klicke jetzt hier auf Verkehr und er macht mir sofort den Abschnitt auf, in dem der Verkehr steht. Also probiert's mal langsam, versucht mal die Formatvorlagen ein bisschen zu ändern und speichern nicht vergessen. Die Vorlage hier bekommt er ja von mir. Ihr sollt da jetzt nicht irgendwie 30 Seiten einklippern. Hier, das ist zum Beispiel nicht so schön. Der hat also keinen Platz, diesen Bundesverkehrsweg geplant, das Wort hier noch hinzuschreiben. Ist aber ein langes Wort und deshalb hat man hier so eine Lücke, ist jetzt nicht so schön. Also man könnte zum Beispiel eine Silbentrennung jetzt noch drüber laufen lassen. Ich zeige mal, wie es geht. Also ich gehe in das Menü Format, ist ja jetzt eine Absatzformatierung. Format Absatz, dann hat man hier den Textfluss, muss ich nach vorne holen
Und hier steht Silbentrennung drin. Ich sage automatisch und gehe auf OK. Jo, jetzt sieht es besser aus. Also er hat das Wort hier abgetrennt und hier unten das Bundesautobahn hat er auch abgetrennt. Da muss man aber vorsichtig sein bei der Silbentrennung. Das muss man sich unbedingt zum Schluss nochmal durchlesen. Die Frage ist immer, ob er die Wörter richtig in sein Wörterbuch hat. Nicht, dass der an irgendeiner verrückten Stelle da etwas abtrennt.